Heute spreche ich über drei Anzugtypen, die wirklich jedermann kennen muss. Leute, ich bin da, um euch ein Tickchen besser zu machen. Und als Online-Bruder Quarter ist es eine Pflicht für mich, euch über diese drei Anzugtypen zu informieren. Denn diese drei Anzugtypen musst du auf jeden Fall kennen. Jeder von uns kommt irgendwann mal in ein Alter, wo wir irgendwann unseren ersten Anzug kaufen müssen bzw. unseren ersten Anzug benötigen. Bei mir war es die Kommunion und ich hatte damals wirklich gar keine Ahnung von Anzüge. Null. Aber ich musste mich natürlich trotzdem auf die Suche begeben, um einen Anzug zu kaufen. Und wenn du auf der Suche bist nach Anzügen, hast du grundsätzlich drei verschiedene Optionen. Von der Stange, Made to Measure und einen Maßanzug. In dem heutigen Video erkläre ich euch diese drei verschiedenen Optionen, spreche über die Vorteile, spreche über die Nachteile und zeige euch anschließend auch noch ein passendes Beispiel. Erste Option, Anzüge von der Stange. Anzüge von der Stange ist genau das, wonach es sich auch anhört. Heißt, wenn du in einen H&M läufst, in einen Zara läufst, in einen Suit Supply läufst oder auch in einen Hugo Boss Shop läufst und dort Anzüge siehst, die auf der Stange hängen, das sind Anzüge von der Stange. Diese Anzüge sind für die breite Masse gefertigt, sprich, die sind halt auch großteils standardisiert und überwiegend maschinell gefertigt. Aber Leute, Stangenware ist nicht gleich Stangenware. Hier gibt es wirklich große Qualitätsunterschiede. Sollte einem auch relativ klar sein, wenn du zum Beispiel bei H&M oder Zara reinläufst, das ist natürlich eine ganz andere Qualität, als wenn du Stangenware von Hugo Boss oder Suit Supply kaufst. Sieht man auch ganz oft daran, dass zum Beispiel Knöpfe von den Anzügen bei Stangenware von Zara oder H&M nicht funktional sind, wo sie bei Hugo Boss oder Suit Supply tatsächlich funktional sind. Und da die Größen bei Stangenware sehr standardisiert sind, musst du einfach zusätzlich auch noch ein bisschen Kleingeld einplanen für den Änderungsschneider, damit der dir einfach den Anzug einfach noch ein bisschen anpassen kann, damit du schlussendlich auch einen besseren Fit bekommst. Sprechen wir über die Vorteile von einem Stangenanzug. Der erste Vorteil, ganz klar, die Anzüge sind immer direkt verfügbar. Heißt, du kannst in ein H&M oder einen Zara oder einen Suit Supply oder wo auch immer reinsteppen und du kannst dir direkt einen Anzug von der Stange kaufen. Ein weiterer Vorteil ist auch ganz klar hier der Preis, was auch für viele vermutlich ausschlaggebend ist, denn Stangenware bzw. Anzüge von der Stange sind wesentlich günstiger als die anderen Optionen. Der erste Nachteil ist ganz klar, ich habe es eben schon erwähnt, und zwar die Anzüge sind für die Masse produziert. Heißt, du wirst vom Fit her kaum reinpassen und da es halt standardisierte Größen sind, musst du definitiv noch Geld einplanen für diese Stangenware, um den Anzug einfach noch ein bisschen anzupassen. Außerdem hast du wenig Auswahlmöglichkeiten, heißt, du kannst keinen großartigen Einfluss nehmen auf den Schnitt oder auf die Stoffe, sondern du musst tatsächlich das nehmen, was du da siehst. Zudem hast du auch natürlich wenig Kontrolle, was die Details angeht. Wenn du zum Beispiel andere Knöpfe haben willst oder andere Inlays, andere Nähte haben möchtest, das funktioniert bei Anzügen von der Stange logischerweise nicht. Und in den meisten Fällen werdet ihr definitiv keinen optimalen Fit erlangen, denn diese Größen sind so standardisiert, dass man halt versucht, irgendwie die breite Masse zu treffen, aber das funktioniert dann tatsächlich bei Stangenware doch sehr, sehr selten. Zudem hast du wenig Service, kommt immer darauf an, wo du einkaufst. Wenn du zum Beispiel bei Zara oder H&M einkaufst, da ist es natürlich so, dass teilweise das Personal wirklich keine Ahnung von der Materie hat und wahrscheinlich auch gar keine Zeit dafür hat, euch irgendwie zu beraten. Von daher ist es natürlich auch ein Nachteil bei Stangenware. Bei anderen Geschäften sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Wenn du zum Beispiel beim Hugo Boss bist oder beim Suit Supply, da werden die Leute auf jeden Fall ein bisschen besser auf dich eingehen können. Aber grundsätzlich, wenn wir über die Masse sprechen, ist es halt so, dass bei den Massenanzügen wenig Service mit dabei ist. Einen Punkt solltest du auf jeden Fall beachten, wenn du dich für einen Anzug von der Stange entscheidest, und zwar, dass das Jackett definitiv sitzt. Das Jackett muss wirklich sitzen. Welche Punkte du dabei genau beachten solltest, kannst du einfach in einem meiner anderen Videos auschecken. Dazu habe ich schon mal ein ausführliches Video gemacht. Denn es ist nämlich super schwierig, ein Jackett nachträglich zu ändern für einen Schneider. Es ist nämlich sehr kostspielig, sehr aufwendig und das lohnt sich einfach nicht, nachträglich ein Jackett von der Stange irgendwie zu ändern. Bei Hosenbeinen ist das zum Beispiel anders. Wenn du zum Beispiel Hosenbeine schnell ändern musst oder die einfach ein bisschen kürzen musst, das ist schnell gemacht. Aber bei einem Jackett ist das tatsächlich sehr aufwendig und kostspielig. Dieser Anzug, den ihr hier als Beispielanzug seht, ist ein Anzug von Suit Supply. Das ist auch Stangenware. Auch wenn der wirklich sitzt wie angegossen, ist das tatsächlich Stangenware. Ich habe das Glück gepachtet, dass ich von der Körperform her in die Mustergrößen der Stangenware tatsächlich perfekt reinpasse. Das soll kein Fleck sein oder so, das ist tatsächlich so. Das heißt, ein Stangenanzug sitzt nicht immer so, wie du den gerade da auf dem Video siehst. Aber man muss hier an dieser Stelle sagen, das ist ein Anzug von Suit Supply. Der ist von der Qualität her höher angesiedelt als ein Stangenwarenanzug von H&M. Allein was den Stoff angeht, was die Knöpfe angeht. Die Knöpfe sind zum Beispiel hier funktional. Auch was das Innenfutter angeht. Der ist von der Qualität einfach, ja, eine Nummer besser als so ein H&M-Anzug. Und das merkst du
logischerweise dann auch im Tragekomfort und natürlich auch wie der Anzug am Ende des Tages sitzt. Aber Leute, nicht vergessen, möglicherweise müssen hier und da trotzdem noch ein paar kleine Änderungen gemacht werden. Wenn du grundsätzlich weitere Informationen haben möchtest zum Thema Outfits und Styling, dann solltest du dir auf jeden Fall an dieser Stelle einfach mal den Men's Style Guide runterladen. Dort kriegst du einfach mal so ein paar grundlegende Guidelines, um dich einfach in dieser Welt einfach ein bisschen besser auszukennen. Du kannst dir einfach auf dein Smartphone runterladen und mit dem Gutscheincode DanielKorte20 bekommst du 20% Rabatt auf dieses E-Book. Kommen wir zur nächsten Option und zwar zu Made to Measure oder auch Custom Made. Das kommt immer darauf an, wie das Ganze von Hersteller zu Hersteller genannt wird. Auf jeden Fall ist es dort so, dass hier eine Schablone besteht und auf Grundlage dieser Schablone wird dann der Anzug für dich angepasst. Heißt, du kannst dir das so vorstellen, du läufst zum Beispiel in einen Shop rein, ja, und dann ist da ein Musterstück eines Anzuges, den kannst du dann anziehen. Der Anzug wird dann abgesteckt auf deine Maße und dann wird der Anzug komplett auch nochmal individualisiert, so wie du es zum Beispiel haben möchtest, und dann wird der Anzug darauf basierend hergestellt. Heißt, es gibt eine Vorlage, die Vorlage wird angepasst und dann wird er auf deine Wünsche hergestellt. Und somit kannst du auch zum Beispiel hier Einfluss nehmen auf Knöpfe, Nähte, Innenfutter, Stoff, möglicherweise auch Initialien einsticken lassen. Also hier hast du einfach wesentlich mehr Möglichkeiten. In diesem Atemzug können wir auch gleichzeitig über die Vorteile sprechen. Als allererstes hast du mehr Kontrolle, weil du einfach wesentlich mehr Einfluss einnehmen kannst auf den Anzug. Außerdem hast du eine bessere Qualität, denn die meisten Stoffe oder die meisten Materialien, die bei so einem Made-to-Measure oder Custom-Made, wie auch immer du es nennen möchtest, verwendet werden, diese Stoffe und das Material ist einfach von der Qualität her schon ein Stück besser als die Materialien, die beim Stangenanzug verwendet werden. Individualität, auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du ein Typ bist, der vielleicht hier und da einfach nochmal ein paar individuelle Anpassungen haben möchte, das kann man natürlich bei einem Custom-Made ideal machen, sei es Knöpfe, sei es der Stoff etc. Da kannst du einfach persönlich auch einfach deinen Stil mit einbringen. Und dass wir am Ende des Tages einen besseren Fit haben, ich glaube, das ist jedem klar, denn die Grundlage ist ja die Schablone und diese Schablone wird halt dementsprechend auf deinen Körper angepasst. Dementsprechend hast du einfach am Ende des Tages einen besseren Fit. Und unterm Strich hast du natürlich dann auch ein hochwertigeres Kleidungsstück, wenn du dann so einen Custom-Made-Anzug in den Händen hältst, denn das ist einfach schon was anderes als so ein ganz normaler Stangenanzug. Und ganz klar, du hast natürlich auch hier besseren Service, denn du musst logischerweise natürlich auch beraten werden und dir muss natürlich erklärt werden, worauf du Einfluss nehmen kannst, was du ändern kannst etc. Also hier hast du auf jeden Fall einen Pluspunkt, was den Service angeht. Sprechen wir über die Nachteile. Erster Nachteil, ganz offensichtlich, ganz klar, die Verfügbarkeit. Denn der Anzug muss ja erst hergestellt werden. Es gibt zwar eine Schablone, aber die Schablone wird natürlich angepasst und das dauert natürlich. Also du musst Minimum zwischen 6 bis 8 Wochen rechnen, bis der Anzug dann gefertigt ist und du den das erste Mal anziehen kannst. Und der zweite Nachteil ist natürlich der Preis. Hier liegen wir in einer anderen Preiskategorie zu der Stangenware. Ist natürlich klar, es ist natürlich ein Mehraufwand zu tun und dieser Mehraufwand kostet logischerweise auch ein bisschen mehr Geld. Wenn du dich für diese Option entscheidest, musst du auf jeden Fall noch Folgendes beachten. Wenn der Anzug ankommt, heißt das nicht, dass der dann direkt passt. Denn wenn der zum Beispiel gefertigt ist nach 6 bis 8 Wochen, du ziehst ihn das erste Mal an, dann kann es unter Umständen sein, dass trotzdem noch hier und da Anpassungen gemacht werden müssen. Es heißt nicht, dass der dann direkt passt, denn dieses Beispiel hier von Suit Supply, das war mein erster Made-to-Measure oder Custom-Made-Anzug, den habe ich bekommen und als ich den bekommen habe, hat der auch nicht direkt gepasst. Es mussten hier und da einfach nochmal ein paar Änderungen gemacht werden, damit der halt auch wirklich perfekt passt. Und der Beispielanzug hier, den ich hier anhabe, den blau-weiß gestreiften Doppelreiher von Suit Supply, war nicht nur mein erster Made-to-Measure-Anzug, sondern ich kann euch an dieser Stelle sagen, das hat mir echt wirklich sehr, sehr gut gefallen, wie das Ganze abgelaufen ist. Also man hat sich super wohlgefühlt bei der Beratung. Ich konnte super viele Wünsche äußern. Ich habe mir zum Beispiel Side-Adjusters an den Hosen gemacht. Ich habe Einfluss nehmen können auf das Revers. Ich habe meine eigenen Knöpfe auswählen können. Und du hattest ein iPad in der Hand und konntest da verschiedene Dinge auswählen. Das war einfach schon ein richtig cooles Kauferlebnis. Und wenn dieser Anzug dann kommt und du den anhast, dann fühlt sich das schon fast so an, als hättest du wirklich einen Maßanzug. Und Leute, ich muss sagen, mich hat das Ganze schon sehr gecatcht, als man dann seine eigenen Individualisierungen am iPad machen konnte. Und wenn es irgendwie vom Geldbeutel her passt, meine ganz klare Empfehlung, wähl einen Made-to-Measure bzw. Custom-Made-Anzug. Denn die Benefits sind wirklich riesig im Vergleich zu einem Stangenwarenanzug und die Differenz, also die Preisdifferenz, ist jetzt nicht so enorm bei einem qualitativ hochwertigen Stangenanzug zu einem Custom-Made bzw. Made-to-Measure-Anzug. Kommen wir zum exklusivsten und zum komplett individualisierten Anzug und zwar zum Maßanzug. Der Begriff Maßanzug kommt von früher, denn früher haben sich alle Herren noch ihre Anzüge maßschneidern lassen, denn damals war es so, dass die Männer einfach zum Schneider gegangen sind, hat man Maß genommen, hat genau die Maße abgemessen, man konnte sich einen Stoff aussuchen und dann wurde halt passgenau ein Musteranzug für diese Person hergestellt. Das Schöne an einem Maßanzug ist natürlich, dass er komplett einmalig ist und passgenau auf deine Körperform und auf deine Größe halt geschneidert wird. Der Schneider nimmt also Maß und kreiert einen komplett neuen, auf dich individualisierten Anzug auf
dein Leib geschneidert. Und Leute, ihr könnt euch vorstellen, was das für Vorteile mit sich bringt. Egal welches Detail du an einem Maßanzug haben möchtest, du kannst es bekommen, denn dieser Anzug wird tatsächlich komplett nur für dich hergestellt. Heißt, größter Vorteil, du hast die volle Kontrolle. Du kannst kompletten Einfluss nehmen auf den gesamten Anzug und hast wirklich damit die volle Kontrolle. Du hast eine Top-Qualität, du kannst selber aussuchen, welche Stoffe du haben möchtest, welche Inlays du haben möchtest, welche Nähte du haben möchtest, welche Knöpfe du haben möchtest, welches Revers du haben möchtest. Du hast einfach wirklich Top-Qualität, auch bei den Stoffen, denn du suchst die dir ja am Ende des Tages selber aus. Und klar, Leute, dieser Anzug ist natürlich einzigartig. Ja, ist ein Einzelstück nur für dich und das ist natürlich auch schön, ein schönes Gefühl, einfach so einen Anzug in den Händen zu halten, der wirklich tatsächlich nur für einen persönlich gefertigt wurde. Und ich denke mal, es ist klar, dass ein idealer Fit logisch ist bei so einem Anzug, denn er wird ja tatsächlich auf deine Körpergröße und auf deine Körpermaße halt geschnitten. Von daher ist der Fit am Ende des Tages perfekt. Und du hast natürlich einen Top-Service, denn meistens ist es so, wenn du dir einen Maßanzug fertigen lässt, dann kannst du mit dem Schneider persönlich sprechen. Und ich meine, es gibt keinen besseren Service, als mit dem Schneider persönlich zu sprechen und sich auszutauschen, oder? Kommen wir zu den Nachteilen. Ganz klar hier, erster Nachteil, die Verfügbarkeit. Ist natürlich auch klar, denn der Anzug wird persönlich für dich hergestellt und das dauert natürlich seine Zeit. Also da musst du auf jeden Fall Minimum mit 10 Wochen aufwärts rechnen. Von daher, das dauert wirklich lange, bis dann tatsächlich der Maßanzug fertig ist. Und preislich liegen wir natürlich hier im Premium-Bereich. Das ist natürlich jetzt die absolute Oberklasse. Heißt, dementsprechend müssen wir da auch ganz schön tief in unseren Geldbeutel greifen. Und noch ein guter Tipp an dieser Stelle, Maßanzüge könntest du zum Beispiel auch im Ausland fertigen lassen. Denn hier in Deutschland ist das natürlich ja, preislich super teuer. Kommt darauf an, mit welchem Schneider bzw. Designer du zusammenarbeitest. Aber wenn du zum Beispiel ins Ausland fliegst, zum Beispiel in die Türkei oder nach Thailand, dann hast du dort die Möglichkeit, dir auch einen Maßanzug schneidern zu lassen. Und das ist ganz sicher nicht so teuer wie in Deutschland. Letzteres habe ich nämlich persönlich auch gemacht. Dieser Beispielanzug, den ich jetzt hier anhabe, dieser Dreiteiler, den habe ich mir in Thailand fertigen lassen. Aufgrund eines Freundes haben wir eine Empfehlung bekommen. Dann sind wir dort zum Schneider gegangen. Der kannte den Schneider schon vorher und wir haben uns da einfach dann wirklich unsere Anzüge auf unseren Leib schneidern lassen. Und das war einer meiner ersten Maßanzüge und ich liebe ihn nach wie vor. Ja? Also allein, wenn ich ihn hier gerade anhabe, mit der Weste als Dreiteiler, ach, Leute, hat irgendwie was. Ich mag es sehr und der passt nach wie vor top angegossen und ich bin sehr, sehr froh, dass ich mir diesen Anzug habe machen lassen. Das hier sind jetzt nochmal alle Anzüge im Überblick. Am Ende des Tages musst du persönlich natürlich selber entscheiden, welche Option du wählst. Wenn du noch jung bist und noch relativ wenig Berührungspunkte mit Anzügen hattest, dann empfehle ich dir definitiv erstmal einen von der Stange zu nehmen, um auch erstmal so ein gewisses Gefühl dafür zu entwickeln. Meine Empfehlung, wenn du das Kleingeld übrig hast, ganz klar liegt hier bei Made to Measure bzw. Custom Made, denn du hast hier große Benefits und diese Benefits sind tatsächlich definitiv ihr Geld wert. Maßanzüge sind natürlich nicht jedermanns Sache, aber wenn du zum Beispiel berufsbedingt sehr viele Anzüge trägst oder es einfach mal auf deiner Bucketliste hast und diesen Punkt an deiner Bucketliste abgestrichen haben möchtest und die irgendwann im Leben mal einen Maßanzug schneidern möchtest, dann solltest du das tun. So Leute, jetzt wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, welche Anzugtypen es gibt. Wenn du irgendjemanden da draußen kennst, der dieses Video unbedingt sehen sollte, dann teile liebend gerne dieses Video mit ihm. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich euch da draußen mit meinen Videos einfach ein Stück weit weiterhelfen kann. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Anzugkauf. Macht's gut, suit up und bis zum nächsten Mal.